Für einen kuriosen Aufreger sorgte eine Polizeiinspektion in Niedersachsen am vergangenen Donnerstag mit einer eher dubiosen Aussage. Diese sagte ein kurzfristig für den heutigen Samstag geplantes Blitzturnier zwischen den Vereinen Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld und Werder Bremen ab. Das Turnier sollte im Heinz-Detmar-Stadion in Lohne stattfinden, wobei alle drei Teams in je 45 Minuten Partien gegeneinander antreten sollten. Der Ort Lohne-Kloppenburg liegt im westlichen Niedersachsen und ist damit in etwa eine Stunde von Bremen und Bielefeld entfernt. Von Düsseldorf aus wären es in etwa 2 Stunden Anfahrt bis nach Kloppenburg gewesen. Aufgrund der Angst vor der Anreise einer Vielzahl gewaltbereiter Fußballfans sah sich die Staatsmacht dazu genötigt, das Turnier im Vorhinein abzusagen, und das obwohl zwischen den Ultraszenen aus Bielefeld und Düsseldorf seit mehreren Jahren freundschaftliche Kontakte bestehen. So hätte es lediglich zu Zusammenstößen mit Bremern kommen können, jedoch sind keine großen Rivalitäten zwischen Werder-Fans und Düsseldorf- bzw. Bielefeld-Anhängern aus naher Vergangenheit bekannt. Zitat Polizei Kloppenburg: In Zusammenarbeit mit den Behörden in Düsseldorf, Bielefeld und Bremen sind Erkenntnisse erlangt worden, dass mit der Anreise einer größeren Anzahl gewaltbereiter Personen zum Fußballturnier am Samstag in Lohne zu rechnen ist. Deswegen wurde im Einvernehmen mit dem Veranstalter und den betroffenen Vereinen beschlossen, das Fußballturnier abzusagen. Zudem erwähnten die Beamten, dass das Stadion baulich nicht so konzipiert sei, dass ein Aufeinandertreffen gewaltbereiter Fußballanhänger aus mehreren unterschiedlichen Lagern ausgeschlossen werden könne. Über einen Online-Ticketanbieter wurden sogar bereits im Voraus über 300 Karten für das Turnier verkauft, welche nun aber logischerweise zurückerstattet werden. Eine schlichtweg lächerliche Aussage der örtlichen Polizei, die sich nicht nur in diesem Fall als absolute Lachnummer darstellt. Leute, die wirklich ihren Spaß suchen, werden sicher auch ohne ein spontan angesetztes Blitzturnier fündig, so viel soll zu diesem Thema gesagt sein. Für weitere Videos abonniere doch gerne diesen Kanal.